Satan! And who are you? We're here to kill Chaos. The Prophecy's very own Warriors of Light. Ein reichlich peinlicher Trailer mit völlig deplatzierten Charakteren und eine Demo, die einen Patch benötigte, um sie überhaupt starten zu können. Das erste, was die Gaming-Öffentlichkeit von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin mitbekam, war eine Bauchlandung in zweifacher Ausführung. Warum sehen die Charaktere aus wie eine halbgare Devil May Cry Cosplay-Truppe? Was sollen diese stumpfsinnigen Dialoge? Und ist das Spiel am Ende nur ein Neo-Abklatsch mit bekanntem Namen? Auf der Suche nach Antworten haben wir uns mehrmals durch die Demo gekämpft und dabei festgestellt, die sich abzeichnende Katastrophe ist Stranger of Paradise zwar nicht. Eine ziemliche Baustelle ist das Spiel aber allemal. Aber fangen wir von vorne an. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ist das neueste Projekt der Ninja Gaiden und Neo-Entwickler von Team Ninja. Die Genre-Veteranen haben sich mit Square Enix zusammengetan, um dem Final Fantasy-Universum endlich sein eigenes Souls-like zu bescheren. Gleichzeitig deutet der Untertitel an, dass es sich dabei um eine Neuinterpretation des ersten Final Fantasy handelt. Das legendäre JRPG also, das Entwickler Square 1987 haarscharf vor dem Bankrott bewahrte. Von dessen bodenständigem Fantasy-Setting ist Stranger of Paradise jedoch weit entfernt. Unsere Krieger des Lichts namens Jack, Jet und Ash wirken im düsteren Dungeon ähnlich fehl am Platz wie schon ihre Final Fantasy XV-Kollegen. Protagonist Jack erinnert an Shooterhelden von 2010 und startet den Feldzug gegen Goblins, Bomber und Skelette in Jeans und T-Shirt. Hat Charakterdesigner Tetsuya Nomura mittlerweile einfach keine Lust mehr? Deutet der seltsam alltägliche Kleidungsstil gar auf eine abstruse Parallelwelt-Story hin? Sei es drum, Stranger of Paradise ist im Kern ein Souls-like und muss daher primär mit seinem Gameplay überzeugen. Wir starten unsere Jagd nach dem Chaos mit einem kurzen Tutorial und fühlen uns direkt an die beiden vorherigen Souls-Likes von Team Ninja erinnert. Das Willensbruchsystem, mit dem wir Gegner für verheerende Finisher weichklopfen, ist der Ersatz für die Key-Mechanik aus Nioh und funktioniert hüben wie drüben. Allerdings sind die Feinde in Stranger of Paradise ein Stück zäher und wir zunächst mit weniger Angriffen ausgerüstet. Unser Riesenschwert hat eine simple 3-Schläge-Kombo, die wir mangels Ausdauerleiste beliebig oft verwenden dürfen. Zudem können wir noch klassisch blocken, parieren und ausweichen. Für alle weiteren Aktionen kommt eine MP-Leiste zum Einsatz, die sich über Treffer, erfolgreiche Paraden und Finisher auflädt. Ist ein Balken voll, können wir als Schwertkämpfer besondere Kombos loslassen, etwa einen Wirbelschlag oder einen Ansturmangriff. Und diese Moves brauchen wir auch, denn schon kleine Standard-Goblins können einiges einstecken, womit wir beim ersten Problem des Kampfsystems wären. Es fühlt sich lasch und kraftlos an. Unser Riesen-Zweihänder schwingt sich seltsam schnell, hat aber auf Feinde, ihre Angriffe und Leben leisten unbefriedigend wenig Auswirkung. Mit den MP-Attacken schicken wir die Gegner schneller auf die Bretter, aber auch diese Aktionen sind verhältnismäßig schwach, wenn man bedenkt, wie viel Mühe es erfordert, die Mana-Leiste aufzufüllen. Wer die Kämpfe flotter gestalten will, dreht den wählbaren Schwierigkeitsgrad in bis zu 4 Stufen herunter. Auf der Stufe schwer stecken schon Standardgegner mehr Treffer weg als so mancher Dark Souls-Boss. Der Schwertkämpfer ist jedoch nur einer von 3 Jobs, die wir in der Demo ausprobieren konnten. Mit der Wahl unserer Waffe ändern sich nämlich Jacks Klasse, seine Fähigkeiten und teils die tragbare Ausrüstung. Steuert sich der lanzentragende Pikenier noch recht gewohnt, müssen wir uns beim Schwarzmagier ordentlich umstellen. Statt Kombos feuern wir dann Zauber ab, die wir in der Hitze des Gefechts in einem Ringmenü auswählen und für mehr Flächenschaden aufladen können. Fürs Zaubern müssen wir stehen bleiben. Das gewünschte Element wählen wir dann per linkem Analogstick aus einem kleinen Ringmenü. Im Demo-Dungeon werden wir regelmäßig von großen Feindeswellen überrascht, die dann teils auch noch aus 10 Generatoren nachspawnen. Und im Gegensatz zu den klassischen Feinden wie Goblins, Bombern und Tonberries zucken wir beim kleinsten Treffer zusammen und werden daher nervig oft bei Aktionen unterbrochen. I got you. Das zweite große Problem des Kampfsystems ist dementsprechend, wie hakelig und widerspenstig es sich oft steuert. Unser Ausweichsprung ist steif und abgehackt, unsere Angriffe ebenso. Und vor allem das Zaubermenü ist für die Geschwindigkeit der Kämpfe nicht gerade intuitiv gestaltet.
Apropos unintuitiv, die Demo haut uns neue Mechaniken im Minutentakt um die Ohren und lässt uns kaum Zeit, uns in die vielen Subsysteme einzufinden, die Final Fantasy typisch auch noch umständlich benannt sind. Hier sind wir jedoch guter Dinge, dass uns das fertige Spiel etwas behutsamer an die Materie heranführt. Team Ninja wollte uns offensichtlich schon in der Demo möglichst viele Aspekte des Kampfsystems ausprobieren lassen. Und tatsächlich finden sich im Wust aus überfrachteten Menüs, ständigen Loot-Drops mit marginalen Verbesserungen und hakeligen Gekämpfe auch einige gelungene Ideen. Dass wir unsere MP-Leiste mit Paradeserien auffrischen können, um dann die gegnerische Ausdauer zu brechen, erinnert entfernt an die grandiosen Duelle eines Sekiro Shadows Die Twice. Das umständliche Zaubern ermöglicht uns an manchen Stellen besondere Interaktionen, wenn wir etwa Gras in Brand setzen, um eines Wolfsrudels Herr zu werden. Der Bosskampf gegen Final Fantasy Bösewicht Garland ist ein knackiger Schlagabtausch ohne viel Schnickschnack, der sich mit sauberen Hitboxen und nachvollziehbaren Angriffsmustern auf die Stärken des Genres konzentriert. Und wer noch die deplatzierten One-Liner aus dem Trailer in den Ohren hat, wird sich freuen, dass die Charaktere in der Demo überwiegend die Klappe halten. Unsere Augen werden dafür nicht gerade verwöhnt. Dass die Probeversion ausgerechnet PS5-exklusiv ist, wirkt wie ein schlechter Scherz. Stranger of Paradise könnte statt auf der Next-Gen-Konsole genauso gut auf einem überforderten Server irgendwo in Japan laufen. Die Optik ist wahnsinnig unscharf, flimmert und ruckelt wie ein Livestream bei schlechter Internetverbindung. Meistens sehen wir davon jedoch ohnehin wenig, da die Umgebungsbeleuchtung das Bild regelmäßig in Schwarz ersaufen lässt. Auch grafisch liegt bei Stranger of Paradise also noch einiges im Argen. Team Ninja hat in der Vergangenheit jedoch durchaus bewiesen, dass es sich Spielerfeedback aus Alpha- und Beta-Tests sehr zu Herzen nimmt. Dementsprechend kann man also zuversichtlich sein, dass sich bis zum Release des Spiels im nächsten Jahr noch einiges tut. Dass der Entwickler das Genre eigentlich beherrscht und versteht, zeigt sich an der sehr gelungenen Nioh-Reihe, die neben From Software-Titeln zu den besten Vertretern dieser Art von Action-Rollenspiel gehört. Stranger of Paradise fehlt es aber noch gewaltig an Feinschliff und an einem roten Faden, der das überladene Kampfsystem und das befremdliche Setting auf Kurs bringt. Wer die etwa einstündige Demo selbst ausprobieren und den Entwicklern dringend benötigtes Feedback zukommen lassen will, kann das noch bis zum 26. Juni tun. Der umfangreiche Fragebogen dazu lässt sich direkt aus dem Spiel heraus ausfüllen. Habt ihr die Demo von Stranger of Paradise gespielt? Was haltet ihr vom Final Fantasy Souls-like? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst uns außerdem ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn euch das Video gefallen hat. Und schaut doch mal in unsere vielen anderen Videos zur E3 2021 rein, etwa unsere Trail-Analyse zu Elden Ring. Alles weitere aus der Welt der Videospiele findet ihr wie gehabt auf pcgames.de.